Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Collection-Update. Es ist wieder mittlerweile eine Woche vergangen und ich war wieder ja, mehr oder minder fleißig im Collecten verschiedener Dinge. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir innerhalb der letzten Woche so plus gemacht haben. Im All the Things ist es tatsächlich gar nicht so viel. Hat zweierlei Gründe. Erstmal ist einiges wieder dazugekommen. Es war ja der Patch 9.1.5 so rum. Und dort wurden ein paar Sachen jetzt angepasst. Es kam vor ein, zwei Tagen nochmal eine neue Version. Und da sind natürlich dann die neuen Collectibles reingekommen, wie zum Beispiel die ganzen Toys, die neu reingekommen sind. Oder auch Mounts und ein paar Achievements. Gibt ja auch rund um den Mage Tower, der jetzt mit innerhalb des Patches ist, ein, zwei Sachen. Sind um die 100 Items. Trotzdem konnte ich aber das Ganze ein bisschen in den Plusbereich bringen, obwohl da ein bisschen was mit den neuen Versionen dazugekommen ist. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal meine Tabelle an. Und zwar hatte ich ja die Woche hauptsächlich das Kinderspiel gespielt. Das ist ja hier dieses Brawl oder dieses, ja, dieses Sonderereignis-BG gewesen, was jetzt über x Monate quasi nicht aktiv war. Blizzard hat das jetzt wieder für Shadowlands so weit hingebastelt und da konnten wir uns jetzt das ein oder andere ein Ehrenabzeichen holen. Gleich schon mal hier zu den Ehrenabzeichen. Ich hatte ja das letzte Mal 3810 Ehrenabzeichen und wir werden uns nachher gleich angucken, wie viel ich durch das Brawl insgesamt mehr spielen konnte. So, was haben wir neben dem Brawl noch gemacht? Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe fast nur das Brawl tatsächlich durchgezogen, aber trotzdem konnten wir den Score ein bisschen erhöhen auf 719.344, sind 877 Score plus. Wir haben 50 Achievements minus gemacht, liegt daran, weil ich gerade bei den im Moment bin ich bei den Koreanern wieder. Und das, ja, die Seite checkt leider nicht, also hier Datafazerot checkt leider nicht, dass ich die ganzen anderen Achievements auf den Twinks gemacht habe und je nachdem, was ich für ein Cover nennt, bin, verliere ich Achievements oder krieg welche dazu. Das ist ein bisschen blöd gemacht, deswegen mache ich die im Moment auf dem Main alle neu. Heldentaten haben wir keine Plus. Mounts habe ich, glaube ich, das Storm Mount gekauft gehabt, genau. Pets, Petscore haben wir nichts Plus gemacht. Es gibt übrigens ein neues Rätselpad. Oder ein Hidden Pad, besser gesagt. Das werde ich mir jetzt dann nachher auch noch holen. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht hier quasi mit dazu. Vier Titel habe ich neu. Das liegt wahrscheinlich dran, dass ich jetzt die kompletten Covenants hier auf Main, seht ihr das, auf Max habe. Also ich habe über die Brawl nicht nur Ehrenabzeichen und Ehre gefarmt, sondern ich konnte bei allen vier Covenants, zumindest auf Main, den Ruhm auf Max spielen. Ne? Also ich hatte die Nightfee davor ja schon auf 80. Und die Ventir, Necrolords und Kyriane, die waren, glaube ich, so auf 40. Ich glaube, die Necrolords waren auf 50 oder so, ne? Und jetzt habe ich halt die restlichen Stufen, also es waren bestimmt so, ja, 100 Stufen oder so, overall wahrscheinlich sogar mehr, die ich mit dem Main hochgebastelt habe. Mit den Twings und anderen Chars habe ich auch ein paar Stufen gekriegt, aber da ist es eigentlich relativ egal, was die für eine Ehrenstufe haben. Und das Schöne ist nämlich, durch diese, wenn du überall auf Max bist, dann kannst du die ganzen Collectibles auch auf allen Chars dir anzeigen lassen. Und wenn ihr mal hier reinguckt, ich sehe jetzt auf dem Char, der bei den Koreanern ist, quasi alle, ja, alle Rüstungssets auch von den anderen Covenants. Also hier sind die Ventir-Sets, dann von den Necrolords, von den Koreanern, gut, da bin ich ja gerade selber, und auch von den Nightfear, also die werden alle jetzt quasi angezeigt und die habe ich mir auch alle jetzt fertig geholt, ne? Die haben mich tatsächlich gerettet, dass das hier knapp im Plus ist und nicht im Minus, weil außer Ehrenabzeichen sonst lief jetzt die Woche tatsächlich nicht so viel. Moment, da haben wir das, jetzt gehen wir die Tabelle weiter durch. Reputations habe ich eine Plus gekickt. Ich bin gerade am überlegen, welche Reputation ich Plus gemacht habe. Ach, natürlich, bei meinem Horden-Char, die Arati-Fraktion, die habe ich ja jetzt auf Max gebastelt. Das neben dem, was ich mit dem Main da gefarmt habe, habe ich auch mit meinem Horden-Char gefarmt und dementsprechend eine von den drei BG-Fraktionen, zwar die Arati, ich glaube die Entweihten sind die bei der Horde, die haben wir auf Max bekommen. Jetzt warte ich mal noch das Event für Warsong ab und da werden wir dann ein bisschen weiter da noch machen. Die Woche ist übrigens Warlords of Draenor Time Walker, da habe ich auch wieder vor, auf der Hornseite eine Ruffraktion hochzubasteln und mir vielleicht das ein oder andere Teil zu holen, was mir noch fehlt von den Ruffraktionen auf der
Hordenseite, beziehungsweise auch overall die anderen Rüstungsklassen. Das bietet sich im Time Walker ja immer an, weil man da sich so schöne Abzeichen kaufen kann über die Time Walker Marken. Dann haben wir wieder ein paar Rezepte plus gemacht, 18 an der Zahl. Habe ich mir ein paar im Auktionshaus gekauft und natürlich durch so Forschungsdinger, die man täglich oder wöchentlich herstellen kann, geholt. 4 Quests haben wir plus gemacht. Gut, das ist jetzt irgendwie nicht so viel Toys. Ist jetzt hier 0 drin. Ich habe vorher gerade eins gelernt. Das ist anscheinend jetzt hier noch gar nicht mit verarbeitet worden. Dann haben wir 107 Appearance Gold. Das werden wahrscheinlich die kompletten Sets gewesen sein, weil sonst habe ich eigentlich keinen T-Mog gefarmt die Woche. Allscore und Alls haben wir nichts plus gemacht. 26 Ehrenlevel habe ich plus gemacht. Wenn ihr euch überlegt, das sind jeweils 880 Ehre. Das ist dann schon einiges. Moment, wir können uns das mal kurz ausrechnen. 8800. Ich habe quasi die Woche 228.800 Ehre gefarmt, was doch nicht ganz so wenig ist. Vom Score hier haben wir tatsächlich 7 plus gemacht, was nicht viel ist. Wie gesagt, es kamen etwa ja, so 80, 90 Sachen neu dazu, die ja über den Patch 9.15 reinkamen über das Update. Trotzdem 0,1% plus gemacht und im Account-Modus sind sogar 253 Items und damit 0,16%. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich hauptsächlich gefarmt habe, und zwar die Ehrenabzeichen. 3810 hatte ich und jetzt habe ich ein Ehrenabzeichen. Fahren wir mal hier drüber. 5370 heißt, wir haben eine ganz beträchtliche Menge an Ehrenabzeichen plus gemacht. Das müssten 1500, ein bisschen mehr sein. Wir können es uns jetzt gerne mal genau noch ausrechnen. 5370. Mal gucken, ich hatte gerade noch was anderes in dem Taschenrechner gerechnet. Hier 5370. Minus, wie viel hatten wir davor? Das waren nix. Ah, stopp. So, okay, jetzt zu viele Tabs offen, ich sag's euch. Genau, also wie ich schon dachte, über 1560 Ehrenabzeichen haben wir plus gemacht. Und ja, das ist für eine Woche Kinderspiel auf jeden Fall einiges. Ich hatte jetzt auch ein paar Tage Urlaub gehabt und das vielleicht ein bisschen exzessiver gemacht als der ein oder andere. Aber es hat sich auf jeden Fall für mich rentiert. So, ich werde jetzt demnächst die Ehrenabzeichen mal alle ausgeben. Heißt, ich habe mir halt vorgenommen, wie ich es schon vor einer geraumen Zeit angekündigt hatte, ich mache da mehrere Videos draus, immer so 2000 will ich raushauen. Und da wollen wir vor allem halt so ein bisschen gucken, dass wir vom 2-Transmog quasi für die anderen Rüstungsklassen und auch für Leder ein bisschen was holen. Da machen wir jetzt einmal den Account-Modus an. Ihr seht, im PvP-Bereich fehlen mir fast noch 10.000 Sachen. Also das ist jetzt quasi auf alle Klassen gemünzt. Und da möchte ich ein bisschen zuschlagen. Da fangen wir mit Burning Crusade an, über Wortel, Cutter, MOP und kaufen uns da mal alles, was nicht bei drauf auf den Bäumen ist. Und mal gucken, wie viel wir von dem aufräumen können. 2 Folgen sind auf jeden Fall schon drin mit über 5000 Marken. Und die dritte, ich werde nebenbei noch ein bisschen so über normale BGs was weiter farmen. Mal gucken, werden wir vielleicht dann auch bald erledigen können. Mal schauen, wie viel ich davon kaufen kann. Ich hoffe, dass ich einen großen Teil von dem PvP-Gear mir auf jeden Fall holen kann. Ja, das ist eigentlich soweit zur vergangenen Woche, was wir gemacht haben. Die Woche will ich wieder so ein bisschen mehr einsteigen. Es gibt einige Sachen, die jetzt mit 9.1.5 reingekommen sind. Nochmal ein Pad, einige Toys, die will ich jetzt die Woche mal ein bisschen angucken. Viele Soul Shape Gestalten, die will ich mir die Woche angucken. Dann wollen wir in WOD das ein oder andere holen von den Ruffaktionen, die Sachen mit dem Hordenschar natürlich die Ruffaktion hochhauen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen was vom Time Walker Event angehen. Dann beginnt ja ab nächster Woche Montag schon der Geburtstag. Da werden wir mal reinschauen, da soll es ja auch ein paar neue Sachen geben. Wie umfangreich das wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Da müssen wir mal gucken, was da so kommt. Und ja, damit werden wir uns jetzt die nächste Woche so ein bisschen beschäftigen. Und wenn dann noch Zeit ist, will ich jetzt endlich mit Arena anfangen, denn ich kann ja jetzt frei die Covenant switchen. Und da ist ja auch noch das ein oder andere offen. Unter anderem haben wir ja in der Arena noch hier ein Mount, das wir machen wollen, und da werden wir uns dann auch nochmal ein bisschen Zeit für nehmen. Gut, das war eigentlich jetzt die Sache so mit dem Collection-Update. Hier im
In dem Reiter gibt es jetzt eigentlich nicht sonderlich viel zu zeigen, weil, wie gesagt, ich habe hauptsächlich tatsächlich Ehrenabzeichen gefarmt und da haben wir jetzt nicht sonderlich viele Sachen rausgekriegt. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für das kleine Collection-Update und wir sehen uns dann in einer Woche wieder und dann schauen wir mal, was ich von den angekündigten Sachen so umsetzen konnte. Gut, ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.